Willkommen in der kleinen Garage. Und hier ist der Übeltäter, das Üs-Federbein. Das Üs-Federbein ist leider kaputt. Darum hat es nicht mehr richtig funktioniert. Schlecht, weil es hat nur 26.000 Kilometer drauf. Jetzt habe ich extra einen Freund von mir, den Andreas, eingeladen, mir zu helfen, ein Video zu machen, um die Performance dieses Federbeines abzubilden. Das haben wir gemacht. War viel Arbeit. Man sitzt tatsächlich doch. Hätte man es zwar fast nicht geglaubt, dass man es sieht. Ich habe dann nur mit dem Andreas ein weiteres Video gemacht, wo er ein bisschen über sein Fahrzeug spricht. Ein kleines Interview. Und ja, da könnt ihr gespannt sein. Das ist aber ein extra Film, den findet ihr bei mir am Kanal. Jetzt geht es darum, dieses Üs-Federbein kommt in die Tonne und es wird ein Wilbers-Federbein eingebaut. Ich freue mich sehr drauf, ein deutsches Qualitätsprodukt. Die von Wilbers waren recht nett, ich habe mit denen plaudert, sehr kommunikativ. Wir haben, glaube ich, ein Federbein gefunden, das was diesem Fahrzeug ganz gut entspricht. Ich muss dazu sagen, ich bin kein Motocross-Fahrer, das ist vielleicht schon wichtig. Ich bin Enduro-Wanderer oder Enduro-Fahrer, das sage ich schon immer. Wenn es mir zu arg wird, dann fahre ich dort nicht. Daher, ich brauche jetzt nicht das teuerste Federbein. Ich hätte eigentlich eins braucht, so wie dieses, mit dieser Performance. Einfach, klein, leicht, ja, und passend. Das ist natürlich wichtig. Es ist gar nicht so einfach, man kann nicht irgendein Federbein einbauen, weil der Einbautunnel vom Federbein sehr eng ist bei der Transalp. Bei der Africa Twin ist er größer, weil der Ausgleichsbehälter von der Kühlflüssigkeit bei der Africa Twin woanders liegt. So, genug geredet, schaut euch das Video an und schaut bei mir auf dem Kanal, da könnt ihr euch das Video vom Andi auch anschauen. Der Andi ist ein guter Freund von mir, mit dem schon viel erlebt, ein langjähriger Freund. Und besonders hat es mich gefreut, dass wir zu zweit eben seit Transalp bei mir in der Garage gebaut haben. Also viel Spaß beim Schauen. Wir haben jetzt da die Schrauben unten bei der Umlenkung, die lösen wir jetzt. Und zwar ist das diese eine Schraube da, diese da. Und dann haben wir noch da die zweite Schraube. Die zwei werden jetzt gelöst, eine haben wir schon von der anderen Seite gelöst. Und die schrauben wir jetzt da runter einfach. Da habe ich hinten schon einen Schlüssel, ein bisschen mehr Licht. So, jetzt haben wir auf der anderen Seite, da ist die Schraube zu lösen. Das haben wir geschafft. Jetzt, die geht super raus. Gott sei Dank. Und die da, glaube ich, ist zum Lockern auch. Ebenfalls von der anderen Seite. Ja, das machen wir noch. Dann ist der Umlenkhebel herunter. Und dann können wir schon das Federbein ausbauen. Super, so geht. So, und jetzt kommen wir zu dem Schrauben, mit dem das Federbein selbst befestigt ist. Den lösen wir jetzt einmal. Ganz elegant. Und wenn wir den gelöst haben, rausnehmen, dann sieht man, ist der Knochen frei. Und wir können jetzt oben beim Federbein die Schraube noch aufmachen und das Federbein da rausziehen. Okay, und jetzt werden wir oben die Schrauben lösen beim Federbein. Die ist ein bisschen schwierig zu erreichen. Das wird man jetzt da nicht so gut sehen, aber sie ist da. So. Das Ganze ist nicht besonders fest und es dreht sich natürlich hinten mit. Das heißt, wir brauchen nur auf der anderen Seite einen Ringschlüssel. Also, ich werde das Federbein unten ein bisschen anheben, dass die Schrauben leichter rausgeht. So, Schraube ist da. Und jetzt kann man das Federbein nach unten einfach rausziehen. Gott sei Dank geht es so einfach. So, jetzt haben wir es heraus. Jetzt habe ich das Federbein ausgebaut und scheiße, es ist hin. Ich weiß nicht, ob man das da jetzt sieht. Wir haben da starke Verölung. Dieses Öl kommt höchstwahrscheinlich aus dem Federbeinzylinder raus.
Oder auch nicht. Ich möchte es jetzt nicht schon schlecht machen. Ich muss mir das genau anschauen, weil es kann natürlich sein, dass dieses Öl auch von der Kette kommt. Aber so wie es ausschaut und wie man auch da sieht, schaut es eher so aus, als ob das Federbein undicht ist. Das werden wir dann sehen, das muss man zerlegen. So, ich habe jetzt das Federbein zerlegt, weil ich das jetzt unbedingt gleich wissen wollen, ob das tatsächlich kaputt ist. Und also man sieht das eigentlich sehr gut. Und genau hier sind eben auch diese Ölspuren drauf, die was davon kommen, wenn eben da im Zylinder ein Dichtring undicht ist, und das hat dann das Ergebnis, dass das so ausschaut. Sehr schade, dass es so ist, aber jetzt kann man es nicht mehr ändern. Ich werde schauen, ob ich das reklamieren kann. Mal schauen, ob die Firma ÜS da eine Garantie abgibt. Vielleicht haben sie ja einen guten Service, wenn sie schon keine guten Federbeine haben. Schauen wir mal. Ja, scheiße. So, die Stative, Entschuldigung, die Federbeine unterscheiden sich wesentlich. Und das habe ich gar nicht gewusst. Man sieht ganz deutlich, dass der Hubkolben beim Üs-Federbein wesentlich kürzer ist als beim Wilbers-Federbein. Also hat man eine viel tiefere Einfedermöglichkeit. Also die Federtiefe ist höher. Ich habe jetzt gar nicht nachgeschaut, wie hoch, aber wenn man sich das Öster anschaut, dann muss ich sagen, da fehlt es um einiges. Da fehlt es ja, das sind ja fast 4 cm, würde ich schätzen. Das ist natürlich schlecht. Was sagt man nur, was gibt es nur für einen Unterschied? Ein großer Unterschied ist vielleicht auch, man sieht oben, Ys hat sich da entschieden. Ja, wie nennt man das eigentlich? Da tut man auf jeden Fall mit einer Metallstange, die was schön rund ist, fährt man da rein und kann dann diesen Einstellring für die Federvorspannung drehen. Der schaut bei mir so schrecklich aus, weil ich nämlich das Federbein nicht immer ausgebaut habe, wie ich es einstellen wollte. Und habe das im eingebauten Zustand einfach mit einem Hammer und mit einem stumpfen Schraubenzieher verstellt. Hier haben wir einen Hakenschlüssel beim Wilbers Federbein. Interessant ist, wenn man sich die Federvorspannung jetzt anschaut bei den zwei Federbeinen, die ist jetzt eigentlich gleich. Also das ist, bin ich jetzt wirklich gespannt, was da jetzt anders ist. Okay. So, was soll ich jetzt sagen? Also mit dem haben wir nicht gerechnet, dass das Federbein jetzt tatsächlich kaputt ist. Das bedeutet, alle Tests umsonst. Scheibe. Okay, aber nichtsdestotrotz war die Entscheidung dann doch richtig, dass ich mich für ein deutsches Qualitätsprodukt entschieden habe. Ich nehme mal an, dass ein Ys-Federbein, das was nach 20.000 Kilometern schon kaputt ist, dass da ein Wilbers ohne weiteres mithalten kann und nach 20.000 Kilometern noch keine Schwächen zeigt. Natürlich kann jedes Federbein überlastet worden sein. Das gibt's. Material ist irgendwann einmal zu Ende, die Beanspruchung, und dann lässt auch das beste Federbein nach. Wir machen jetzt weiter. Wir bauen jetzt das Wilbers Federbein ein. Machen alles sauber vorher, bauen das ein, und dann gibt es eigentlich schon die erste Probefahrt. Es gibt, glaube ich, keine richtige oder falsche Einschubseite. So. So. Jetzt kann ich es da schon mal fixieren. So, soweit hält es einmal. Das sind jetzt die letzten Handgriffe. Es ist jetzt schon der nächste Tag da. Ich bin gestern immer fertig geworden. Ich tue jetzt nur ein bisschen Schraubenkleber drauf.
Das ist nicht wirklich notwendig, weil es sind selbstsichernde Schrauben, aber diese Schrauben, die sind schon so oft auf und zu gemacht worden, dass ich mir gar nicht sicher bin, ob die wirklich dann nur so gut halten, wie sie halten sollten. So, nicht zu viel, das reicht. Das ist natürlich ein mittelfester, falls ich nicht einmal aufmachen sollte. Ja. Okay, gut, schrauben wir es an. Was ich nur dazu sagen wollte, es ist vielleicht wichtig zu wissen, das sind Spezialschrauben. Also wenn man da mal eine kaputt gemacht hat und man steckt eine andere drauf, sollte man das nicht tun. Das sind natürlich Schrauben, die was besonders gut gegen Abscherung halten. Da ist der Zug jetzt nicht so wichtig. Daher haben sie auch im Gewinde eine andere Steigung, dass man es nicht zu mir nichts, dir nichts austauschen kann. So, das Wildmaß ist verbaut. Und somit ist die Sache fertig. Ich bin wahnsinnig geärgert, wie schon oft erwähnt, über das kaputte Federbein. Es gibt sicher eine Qualitätsstufe bei USS auch, die besser hält als meines. Das ist jetzt auch nicht das teuerste gewesen, aber es ist trotzdem schade, dass ein Produkt, was man in ein Fahrzeug einbaut, anscheinend nicht länger wie 3 bis 4 Jahre hält. Finde ich wirklich schade. Zum Schluss gibt es nur zu sagen, ich habe keine GoPro mehr, ist zerstört. Habe ich schon woanders erwähnt, glaube ich. Also dieses Fahrvideo dauert nur ein bisschen. Ist mir aber recht, dann kann ich vorher selber noch ein paar Runden ziehen. Und das einmal nur für mich austesten, bevor ich das mit euch teile. So, hallo. Ja, ich habe es nicht lassen können. Ich habe jetzt, bin gerade nur im Büro gesessen, habe die letzten Videostreifen zusammengeschnitten und habe mir gedacht, nein, jetzt muss ich doch gleich losdüsen und schauen, wie das Federbein funktioniert. Auch ohne GoPro kann ich jetzt da einen kurzen Bericht machen. Ich bin in schöne Berchtesgaden umgefahren. Wie man sieht, bei uns kann man toll Motorrad fahren. Ich bin jetzt natürlich nur auf der Straße gefahren, ist aber für mich auch wichtig, weil man legt ja doch einiges zurück. Und das, der Unterschied ist super. Ich habe wirklich grinsen müssen. Ich kenne die Straßen natürlich da alle in- und auswendig. Ich kenne jeden Hügel, jeden Hopser. Und es gefällt mir total. Also ich bin voll happy. Es funktioniert wirklich sehr gut. Also ein super Tuning ist das jetzt gewesen, weil das ist ja so eine Verbesserung für das Fahrzeug, das hat sich echt ausgezahlt. Sehr cool. Vielleicht hänge ich das jetzt noch hinten beim Video dran, wenn ich heimkomme. Okay, also alles Gute. Also das heißt, wir machen dann nur mal ein kurzes Update, wie fährt sich das Federbein. Ich kann natürlich aus Erfahrung sagen, wie schon gesagt, durch Andreas seine Transalp, dass die Performance weit besser ist. Weit besser. Okay, es hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an alle, die durchgehalten haben. Aus- und Einbauen kann natürlich langatmig sein. Für manche ist da überhaupt nichts dabei. Das sind nur wenige Schrauben. Aber für den, der das noch nie gemacht hat, muss man auch Verständnis haben. Der soll das ein bisschen sehen, wie das funktioniert. Ich habe so und so nur angeschnitten. Und ich habe keinen Kameramann dabei gehabt, ich habe das alles selbst gefilmt, ist ein bisschen komplizierter dann. Also macht es gut, schreibt es mir bitte, ob es euch gefallen hat. Das würde mich wirklich freuen. Und abonniert den Kanal, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Drückt auf diesen Daumen. Und was noch? Weiß ich gar nicht. Teilen, genau, teilen wäre nicht schlecht. In den Foren, in den einzelnen, dass das Video so viel wie möglich erreicht. Also, eine schöne Zeit. Ich wünsche euch einen super Saisonbeginn. Gebt Vollgas, passt aber auf. Alles Gute.